Zu müde, um aufzustehen. Zu erschöpft, um zur Arbeit zu gehen. Jeder hat mal so einen Tag. Aber es gibt Menschen, denen geht es wochenlang so, weil sie nach einer überstandenen Infektion zwar wieder genesen, aber eben nicht völlig gesund sind. Nach fast allen Infektionen sind wir nicht sofort wieder topfit, können noch Kopfschmerzen haben und schlechter konzentrieren. Doch besonders schwer haben es viele Corona-Genesene, denn sie sind über Wochen permanent müde und fühlen sich total erschöpft. Anders essen kann die chronische Erschöpfung nicht heilen. Es kann aber dabei helfen, dass die Menschen sich fitter fühlen. Anders essen heißt weg von weißem Mehl und Zucker hin zu viel Gemüse. Schluss mit Wurst und Fertiggerichten, Neustart mit Kräutern und Kernen. Eigentlich unfair, denn wenn ich mich schlapp fühle, dann will ich nur schnell was gegen den Hunger essen. Ein Brötchen, eine Pizza oder vielleicht eine Süßigkeit. Doch das ist falsch. Wer sich erschöpft fühlt, sollte jede Woche am besten 30 verschiedene Pflanzen essen. 30 Gemüse ist ganz schön viel, wenn man bedenkt, dass die meisten Deutschen nur 3 Gemüse mögen. Nämlich Karotten, Kartoffeln und Tomaten. Aber die Vielfalt soll es sein, die unsere Selbstheilungskräfte aktiviert. Warum richtig viel Gemüse bei einer chronischen Erschöpfung so wichtig für uns ist und was unser Darm damit zu tun hat, wir finden es raus. Und haben heute auf der Speisekarte ein sämiges Linsensüppchen mit Paprikapesto und gerösteten Kernen. Außerdem lauwarmer Kohl mit Fenchel und Pilzen. Das bringt grob überschlagen 15 Gemüsepunkte und jede Menge Mikronährstoffe, die unseren Abwehrkräften helfen. Bei einer chronischen Erschöpfung nach einer Infektionskrankheit geht es entweder darum, dass der Körper diesen Erreger eliminiert, also rausschmeißt, oder dass er gegen einen anderen Erreger kämpft, der diese Chance nutzt, um sich auf den Infekt draufzusatteln. Bei beiden Prozessen ist es enorm wichtig, dass der Körper genug Material oder Munition hat, um seine Immunantwort richtig zu gestalten. Und dafür braucht er die Vitamine B, C und D sowie die Mineralstoffe Magnesium, Selen und Zink. B-Vitamine sind wichtig, damit sich unsere Immunzellen teilen können. Zink braucht unser Körper, um Wunden zu reparieren. Selen wirkt wie ein Schutzschild vor freien Radikalen. Magnesium kann Schmerzen lindern. Und in roten Linsen stecken bis auf Vitamin D all diese Stoffe. Zudem kommen wir gleich. Erstmal die Linsen anschwitzen und alles mit Apfelessig ablöschen. Dann Karottensaft, Tomaten sowie Petersilien und Korianderstiele dazu. Das gibt dem Ganzen noch ein bisschen Frische. Sind die Linsen weich, kommen die wieder raus und Thomas kann die Suppe pürieren. Während mir der Ernährungsmediziner erklärt, warum solche Kombipräparate im Kampf gegen Erschöpfung keine Lösung sind. Kombipräparate haben eine Konzentration der Vitamine und Mineralien häufig in aberwitzigen Konzentrationen. Gleichzeitig behindern sie sich in dieser Tablette bei der Aufnahme zum Teil. Einzig für das Vitamin D gibt es eine Einnahmeempfehlung, aber auch nur bei Mangel. In die pürierte Suppe kommt noch frisch geriebener Meerrettich, denn dessen Senföle lindern Entzündungen. Dann geht es weiter mit dem Pesto. Aus Petersilie, Koriander und geschälter Paprika fürs Vitamin C. Paprika schälen ist aufwendiger, aber das Fruchtfleisch ist ohne Schale tatsächlich bekömmlicher. Denn wer gegen Erschöpfung was essen möchte, sollte dies so darmfreundlich wie möglich tun, weil 80% unserer Immunabwehr dort passiert. In unserem Darm tummeln sich tausende Bakterienstämme, quasi eine WG aus Mikroorganismen, die Mediziner Mikrobiom nennen. Und die ganz entscheidende Auswirkungen auf unsere Abwehr haben. Je mehr gute Bakterien es sich zum Beispiel auf unserer Darmwand gemütlich machen, desto weniger Platz bleibt für krankmachende Erreger. Und damit es unseren guten Mitbewohnern auch gut geht, wollen die anständig bewirtet werden, und zwar mit unverdaulichen Ballaststoffen. Die Bakterien im Darm stellen daraus Substanzen her, die bei uns gesundheitliche Wirkung entfalten, wie zum Beispiel die Buttersäure. Das macht uns gegenüber Infektionskrankheiten robuster. Denn diese Buttersäure legt sich schützend auf unsere Darmschleimhaut und verhindert, dass es sich Krankheitserreger in uns gemütlich machen können.
Richtig viele unverdauliche Ballaststoffe stecken in Kohlgemüse. Darum geht's jetzt weiter mit Grün-, Spitz- und Wirsingkohl. Die werden mit körnigem Senf, Olivenöl und Kreuzkümmel massiert, bis sich alle Blätter seidenweich anfühlen. Außerdem braten wir Champignons in der Pfanne an. Denn Pilze liefern uns auf natürliche Weise zumindest etwas Vitamin D. Jetzt noch frischer Fenchel. Der hat neben reichlich Magnesium ebenfalls viele gute Ballaststoffe. Und Chiliflocken, denn scharfe Gewürze sind bei Erschöpfung besonders wichtig. Scharfe Gewürze sind nicht nur im Essen interessant, sondern sie haben auch noch eine biologische Wirkung. Teils auf die Psyche. Da haben wir durch Chili beispielsweise die Tendenz zur besseren Laune. Das gilt aber auch für Pfeffer. Und bei Ingwer oder Meerrettich kommt auch noch eine biologische, antibiotische Wirkung mit dazu gegen Viren, Bakterien und Pilze. Zuletzt mischen wir den Kohl unter das Pfannengemüse, denn der Grünkohl soll jetzt ein bisschen Wärme ziehen und passt danach als Salat super zu geräuchertem Tofu oder zu Geflügel. Wir wollen vegetarisch bleiben. Darum richtet Thomas den lauwarmen Kohl mit Pilzen und Fenchel auf Tofu an. Und unsere Kamerakolleginnen dürfen zuerst probieren. Das schmeckt mir sehr gut. Ich finde es relativ herbstlich bis winterlich. Ein bisschen bitter, mag ich gerne. Ich glaube, dass diese Schärfe dieses Gerichts die Immunabwehr richtig in Schwung bringt. Und die Schärfe mit den Champignons finde ich super. Mal gucken, wie die Linsensuppe mit dem Pesto und den gerösteten Kürbis- und Sonnenblumenkernen ankommt. Also mir schmeckt das super, super lecker. Ich glaube, dass das gegen Erschöpfung hilft und die Farbe tut auch gut. Unser Fazit: Eine chronische Erschöpfung, zum Beispiel nach einer Corona-Infektion, kann man zwar nicht einfach wegfuttern, aber viele unterschiedliche Gemüsesorten, Kräuter und Kerne können helfen, dass wir uns wieder fitter fühlen. Denn sie liefern unseren Abwehrzellen jede Menge Munition im Kampf gegen Krankmacher. Übrigens, Sport oder Bewegung überhaupt ist ein zweiter Weg, um aus dieser Dauererschöpfung rauszukommen. Am besten versucht man beides. Dann gehen wir jetzt direkt mal um den Block. Komm.